So, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Eine Jägerrüstung vielleicht. Wenn's mehr nicht ist, die kann ich dir geben. Dankeschön. Du wirfst dein Gold auf meinen Haufen und ich gebe dir was Vernünftiges zum Anziehen. Wie willst du denn haben? Gib, uiuiuiui, habe ich schon 1000 Gold jetzt? Warte, ich habe vorher 600 und ein bisschen was gehabt, habe jetzt irgendwie 20.000 Aufträge erfüllt, das könnte ich jetzt richtig haben. Ah, genügend Gold. Okay. Was hast du denn für Probleme? Ja. Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst vor dem Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Gold wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar. Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhaufen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Ich will dir das verdammte goldene Schwert nicht geben. Und vor allem ist es immer so verlockend. Es kann sein, dass es jedes Mal seinen Platz in der Reihenfolge ändert oder mal ganz oben ist, sodass man immer automatisch draufklicken will. Okay, was könnte der Inquisitor eigentlich vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Na, jetzt leichter als das. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm. Natürlich. Was soll ich dem Inquisitor denn bitte schon sagen? Und wie bitte soll ich wieder rauskommen aus der Festung? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Für den Waffenstillstand oder für mich? Was kannst du dem Inquisitor denn anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen, aber erstmal eine Frage, wie komme ich daran vorbei an den Weißen? Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Ja, nichts leichter als das. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Wie könnte ich? So, und ganz kurz mal gucken, wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 918, ich glaube 82 Gold aufzutreiben, dürfte nicht ganz so schwer sein. Fincher, mein Freund. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Okay, womit dienst du denn den Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst. Ja, du hast auch ganz klischeehaft eine wunderbare Narbe über dem linken Auge. Wie großartig. Anders klischeehaft ging es übrigens noch, wenn er die Narbe so um die Wange hätte. Aber es ist okay. Wenn du mich trainieren kannst, mag ich dich auch. Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Okay, blablabla, ach, go. Das ist zu riskant. Schade, aber kann ich nicht klauen. Okay, kannst du mich im Kampf unterrichten? Was haben wir denn? Wir haben Stärke, Schwertkampf und Armbrust. Stärke ist okay, Schwertkampf ist nicht unbedingt das Top-Ding und Armbrust, okay. Na gut. Haben wir noch irgendjemanden, mit dem man hier reden kann? Kämpfer. Nein. Aber wir haben ja ein Buch, wo wir bestimmt total weise werden, wenn wir das lesen. Gold und Wasser. Die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Erfahrung 10. Das ist ja irre. Und eine Mana-Wurzel, die wir gerade spenden wollten, lieben Enrico. Wenn ich weiß, wie ich die spenden kann, wie ich die runterlegen kann auf den Boden, werde ich das auch tun übrigens. Was willst du? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ist hinter dieser Tür, genau? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Ah ja, okay. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Ja gut. Verstehe. Das ist in Ordnung. Komische Vertiefungen. Wenn
dir doch sage. Lecker Kessel, kann man irgendwas machen? Dann kann sich Fleischtopf nehmen. Lebensenergie plus 50, Halleluja. Hallo? Ach, ich kann es kochen. Stimmt. Was habe ich denn? Rohes Fleisch. Ich brauche nur rohes Fleisch und Fleischstoff. Na, das ist ja wunderbar. Noch mehr? Warte mal, drücke, um den gewünschten Gegenstand auszuwählen. Das habe ich. Ach so, ich brauche noch Kartoffeln und Zwiebeln. Ah, ich verstehe. Ah, hahaha, okay. An einen Chemietisch. Kornemark. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Habe ich das? Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Dankeschön. Erstens, wer bist du? Zweitens, ich habe den Weg des Jägers gewählt, okay. Du bist ein Magier im Dienst des Don? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja. Es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Hm, erstmal kannst du dich heilen und dann kannst du mir noch ein bisschen was erzählen. Cool. Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Ach ja? Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Iluma. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. In Ordnung. Und von welcher magischen Barriere hast du eigentlich geredet? Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Hm, gut. Aber erst werde ich mir kurz 82 Gold besorgen, um mir die Rüstung zu kaufen. Genau, Wache. Seid ihr jetzt nett zu mir, Beppo? Mann, ich hab's geahnt. Esteban hat dich zum Jäger gemacht. Na, das kann ja heiter werden. Passt dir das etwa nicht? Du Pfeife. Bald werde ich hier was zu sagen haben und dann wirst du schon sehen, was dir dein loses Mundwerk einbringt. Ja, klar. Ach, wir sind ja alle Freunde, das ist wunderbar. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Nein, irgendwelche Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Redest du mit mir? Abgesehen von schmerzenden Füßen habe ich nicht viel zu berichten. Alles ruhig. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe mal den Apfel gegriffen, weil den Apfel kann man ja gebrauchen für Stärke und so weiter. Das ist. Der Rest war auch nicht viel wert. Schurke. Ja, egal, nee, komm, erstmal das Geld. Letztendlich müssen wir die Rechnung. Verschwinde, du Dreckskerl! Ah ja, gut. Die Stürme werden schlimmer. Übrigens. Übrigens. Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Burga. Oh, das ist vielleicht nicht so gut. Nein, nein, nein. Lalalala, das werde ich hier nicht erzählen. Aber ich weiß noch, wenn mir sonst noch was verkauft. Und zwar der, wer ist der? Oleg oder sowas? Und wenn nicht, also der Oleg ist der komische Krautbauer oben. Bei Roberts Hof, Dwight. Jetzt machen sie jemanden wie dich auch noch zum Jäger. Verdammt, ich habe mir offensichtlich den falschen Job ausgesucht. Ja, danke Dwight, danke für deinen Zuspruch. Freut mich auch, mit dir gesprochen zu haben. Und was wir übrigens machen können, wenn wir schon mal hier oben sind, ist vielleicht noch einen zweiten Rottwurm erledigen oder irgendwas in die Richtung. Das halte ich für keine schlechte Idee. Ein bisschen Erfahrung kann immer nicht schaden. Bist du jetzt in die Bande aufgenommen, habe ich gehört?
Glückwunsch. Was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Irgendwelchen Mist interessiert mich eigentlich nicht wirklich, weil man Stacheln. Nein. Das brauche ich nicht wirklich. So, ich habe ja bestimmt irgendwelchen Kram hier. Hier, die beiden Knüppel kannst du haben. Bolzen, Sichel, Jagdmesser. Nee, das will ich eigentlich alles ganz gerne behalten. Ich glaube, ich gebe dir den Kurzbogen. Der macht Stichwaffenschaden 10. Einfach nur deshalb, weil ich lieber mit der Armbrust irgendwann kämpfen will und nicht mit dem Kurzbogen. Na, haben wir schon mal 18,2. Das ist ja irre viel. Haben wir noch ein Schild zu viel? Ja, wir haben ein Schild zu viel. Ein nutzloses Amulett. Ne, behalten wir jetzt als Andenken für Esteban. Und wir haben bestimmt noch ein bisschen Krimskrams für dich. Ach ne, warte mal, erstmal kurz Warenkorb handeln. Ja. Beenden. Wir hatten da noch irgendwelche Muscheln, wenn ich mich recht erinnere. Das war hier irgendwie. War das nicht? Hat man nicht Muscheln? Ja, hier ein paar Muscheln, genau. Nichts zu holen. Mist. Nichts. Mist. Mist. Wer sagt's denn? Eine Perle! Hier gibt's nichts zu holen. Eine Perle in 7/7 Ei. Wunderbar, dann kann ich das jetzt wieder mal verkaufen gleich. Was hast du zu verkaufen? Was hast du? Bla bla bla, ist mir auch egal. Ich verkaufe ja sowieso noch irgendwelchen Kram. Wo ist denn hier die Perle? Müsste mittlerweile schon zwei Perlen haben. Ich gebe dir mal eine davon. Verkaufswert 10 ist ja richtig viel. Die ganzen Zähne kannst du haben. 26, fehlt noch ein bisschen was. Wolfsfälle brauche ich leider noch. Wildschweinfälle brauche ich auch noch. Ich brauche es mal nicht so viel, aber ich werde es behalten. Die kalten Herzen werde ich eigentlich auch behalten. Die komischen Schalen der Nautili kannst du haben. Wahrscheinlich brauche ich die für total mächtigen, wichtigen Trank. Eine Spitzhacke kannst du haben. Haben wir noch irgendwas, was total unwichtig aussieht? Eine Hornmuschel? Nee, eine wollte ich behalten. Hier, Flügelstaub kannst du haben. Brauche ich nicht unbedingt. 69. Das reicht sogar schon. Das ist gar nicht mal schlecht. Ein Kerzenleuchter kannst du haben. Und einen Teller kannst du haben. Und auch den Pokal kannst du eigentlich haben. Dann handeln wir den Warenkorb. Und holen uns jetzt die schöne Rüstung. Aber warte mal, kurz, ich werde vielleicht mal mit Robart reden, wenn ich schon mal hier bin. Den Rotform lasse ich doch erstmal außen vor, denn ich werde erstmal. Hops. Ich werde erstmal mir die Rüstung holen, damit ich gleich nicht so viel Schaden erhalte. Alleine bekomme, wie auch immer. Schau an, du gehörst jetzt zur Bande. Deine Mühen haben sich ausgezahlt, was? Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Du siehst aber ziemlich blass aus um die Nase nach der ganzen Rennerei. Hier. Nimm mal einen Schluck, damit du wieder zu Kräften kommst. Der ist ja wohl nett, ganz ehrlich. Du kannst mal die Grundlagen der Alchemie beibringen, das ist ganz nett von dir. Wo ist eigentlich der andere Rottwurm? Irgendwo? Bin doch überzeugt, dass er noch irgendwo hier ist. Und wir reden natürlich auch noch ganz kurz mit dieser Wache, die hier vorne steht. Vielleicht hat die mir auch noch irgendwas Cooles zu sagen, sowas wie geil, dass du dabei bist, Junge. Wir haben ja schon seit miteinander gekämpft. Oder, nicht miteinander, sondern gegen irgendwelche Sumpfleichen. Hauptsächlich hast du gegen die gekämpft. Bist du jetzt Jäger, ja? Naja, war ja nur eine Frage der Zeit, so wie du hier reingehauen hast. Genau, Buddy. So, Esteban. Gib mir die Rüstung. Entschuldigung, ich muss gerade wieder an diesen lustigen Aussichtspunkt denken, der direkt auf den komischen Stein guckt. Jetzt, wo ich den anderen Aussichtspunkt gesehen habe, aber okay, lassen wir das. Tralalalala. Konnte man eigentlich auch hier hoch? Sieht ein bisschen so aus, als ob man hier hochklettern kann. Moment, F5. Hier vielleicht. Nein. Könnte man jetzt da hoch irgendwie, irgendwo? Moment. Nein, aber hier vielleicht. Nein, komm, geh da hoch. Okay, du bist schon athletisch, was heißt, offenbar, du kannst wirklich nicht hoch. Sehr schade. Ich hätte fast erwartet, dass es noch irgendwie eine Alternativweg gibt jetzt zum Don Esteban rein, aber es gibt es offensichtlich nicht wirklich. Oder man muss wohl noch weiter höher reingehen. Aber ich sehe hier momentan auch keine Öffnung oben. Was heißt nicht, dass es keine gibt? Don Esteban, hier hast du 1000 Gold, ein Schnäppchen für deine Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Jägers. In Ordnung, du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Jägerbekleidung erhalten und offensichtlich gleich angezogen. Na, angezogen. Danke. War mir ein Fest. Ja, mir natürlich auch. Dankeschön. Das Schwert gebe ich dir trotzdem noch nicht, weil ich dich hasse. Nee, ich hasse dich nicht, aber muss nicht sein. Schurke. Mit dem will ich auch noch mal reden. Hey, Vorsicht, Mensch. Fass Gold nicht an, Mensch. Okay. Das ist ganz schön ein großer Haufen hier.
Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Karakos bewacht Goldhaufen. Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, starker Kämpfer. Rettet Karakos. Karakos schuldet Leben. Jetzt dient Karakos Don Esteban. Für Ehre von Karakos. Nicht schlecht. Also wenn, mir wurde mal gesagt, dass die Oger eine der stärksten Einheiten überhaupt in diesem Spiel sind oder eine der stärksten Kreaturen in diesem Spiel sind. Und wenn Don Esteban ihn rettete, dann musste Don Esteban schon ziemlich viel auf dem Kasten haben. Ja. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold. No, das ist ja richtig cool. Da bist du richtig cool Untergebener. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Das stimmt. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Karakos stärker als Menschen. Karakos kämpft gut. Ganz bestimmt. Karakos zeigt Menschen Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Karakos macht dich stark. Jawohl! Karakos kennt Axtkampf. Namenloser Mark Karakos. Hoppala. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Axtkampf plus 2 kostet 200 Gold. Ganz ehrlich, warum willst du das Gold haben, denn du magst gar kein Gold. Aber okay, lassen wir das. Das ist ja richtig cool. Wie viel Geld habe ich gerade noch? Ich habe noch 79. Das ist natürlich nicht gerade viel. Und er kann mir Axtkampf Stufe 2 beibringen. Das ist ja richtig geil. Fincher, Kämpfer. Wo ist denn der Esteban denn? Ach, der Esteban sitzt hier. Ganz pimpmäßig auf seinem Stuhl. Nein, das goldene Schwert gebe ich immer noch nicht. Aber ich habe jetzt eine Rüstung an. Genau, ich will mir die Rüstung mal angucken. Das war eigentlich mein eigentlicher Plan. So, was haben wir denn hier? Jägergekleidung. Schutz vor Eis 10, Schutz vor Feuer 10, Schutz vor Hiebwaffen und vor Klingen 20, Schutz vor Magie 10, Schutz vor Stichwaffen 20. Das ist jedenfalls mehr, als wir vorher schon hatten. Bis jetzt hat man immer nur alles, Schutz vor Hiebwaffen und Klingen und Stichwaffen 3. Jetzt dürfen wir aber schon bedeutend mehr aushalten. Meine Güte. Und ich plane, ganz ehrlich, das gleich ein bisschen in die Tat umzusetzen, um mal ein bisschen zu testen, was wir denn alles so aushalten. Und das werde ich mal tun auf diesem lustigen Plateau da oben. Auf dem lustigen Plateau da oben. Da oben. Irgendwo oben auf jeden Fall. Nee, komm, ich gehe über die Brücke zu, in Richtung Roberts Hof. Da waren auch zahlreiche Viecher, die ich gleich mal besiegen will. Und auch schön viel Erfahrung einsammeln kann. Wie viel brauche ich noch? C ist Erfahrung 21.965 von 22.500. Das ist okay, also 535 oder sowas. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber erstmal soll ich gleich vielleicht einen Schnitt machen, weil die Zeit ist wieder rum. Bis gleich.